Ich möchte Ihnen heute vorstellen, wie man Fenistiltropfen einnimmt. Fenistiltropfen werden eingesetzt zur symptomatischen Behandlung von allergischen Beschwerden und Juckreiz. Der Wirkstoff Dimethindin ist ein sogenanntes Antihistaminikum und blockiert die Histaminfreisetzung, denn Histamin ist hauptverantwortlich für diese typischen Beschwerden. Die Dosierung erfolgt nach Körpergewicht. Allgemein gilt, Kinder von 1 bis 8 Jahren können dreimal täglich 10 bis 15 Tropfen pur oder zusammen mit etwas Wasser einnehmen. Ab 9 Jahren je 20 Tropfen und Erwachsene dreimal täglich bis zu 40 Tropfen. Die Tropfen sind nach Anbruch 6 Monate haltbar. Die Einnahme der Lösung kann unabhängig von einer Mahlzeit erfolgen. Halten Sie die Tropfen zur korrekten Dosierung immer senkrecht nach unten, damit sich die richtige Tropfengröße bilden kann. Bitte beachten Sie, dass bei einigen Anwendern die Aufmerksamkeit herabgesetzt sein kann. Dies betrifft zum Beispiel das Führen von Fahrzeugen oder das Bedienen von Maschinen. Weitere Fragen beantworten wir gern telefonisch über unsere kostenfreie pharmazeutische Beratungshotline. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Alles Gute für Sie!